In diesem Video zeige ich dir, wie du diese Open World innerhalb von nur 5 Minuten erstellst und das in Unity. Lass gerne ein Like für den Algorithmus da und los geht's. Zuallererst erstellen wir ein neues Projekt, wählen 3D aus und geben den irgendeinen Namen und drücken auf Create. In der Videobeschreibung findest du dann diese beiden Assets und diese laden wir herunter. Dazu klicken wir auf Add to my Assets, Zap und dann Open in Unity. In Unity drücken wir dann auf Import oder Download und danach Import. Dann bestätigen wir das hier nochmal und warten eine Weile. Danach schließen wir das Fenster und gehen auf die Hierarchy und drücken hier Rechtsklick, 3D-Object und erstellen ein Terrain. Das ist hier unser Terrain erstmal. Anschließend löschen wir unsere Main-Camera und fügen unseren Player-Controller hinzu. Der ist hier in diesem Ordner, Modular First-Person-Controller. Da drücken wir hier nochmal rein und das ist hier ein Prefab. Diesen ziehen wir hier rein und so haben wir den jetzt. Wenn wir jetzt die Game-View hier rüberziehen, sehen wir, dass er hier nicht auf der Plattform ist. Dafür sorgen wir, indem wir den jetzt hier so ein bisschen rüber bewegen. So, dass es passt. Ich ziehe jetzt hier wieder rüber und starte das Spiel. Und wir haben schon mal Player Movement. Wir können hier rumlaufen, uns umgucken und sprinten. Jetzt kommen wir zum Terrain. Dazu klicken wir hier rauf und fügen wir jetzt mal ein paar Höhenunterschiede hinzu. Dazu klicken wir dann hier auf Paint Terrain. Wir klicken dann hier auf Paint Texture. Wir wollen kein Texture zeichnen, sondern wir wollen hier Raise und Lower Terrain machen. Gehen hier noch in die Scene View. Und dann sehen wir hier so einen Pinsel, mit dem wir dann zeichnen können. Wir nehmen jetzt hier irgendwie so einen Pinsel, machen das hier mal größer. Zum Beispiel so. Und zeichnen hier so ein bisschen Höhenunterschiede. Vielleicht ein bisschen höher. So zum Beispiel. Weiß sieht aber nicht so gut aus, deswegen geben wir dem hier ein Texture. Wir klicken hier drauf. Paint Texture. Dann hier drauf. Create Layer. Wir geben dann hier Ground ein. Dann sehen wir hier einen Boden Texture. Diesen nehmen wir. Und wir sehen, dass es hier schon mal besser aussieht. Als nächstes kommen Gräser. Dazu klicken wir dann hier drauf. Dann Edit Details. Add Grass Texture. Klicken dann hier drauf und geben hier mal Grass ein. Und wählen zum Beispiel das hier aus. Dann können wir hier noch mit ein paar Werten rumspielen. Machen wir das mal. Wir machen die mal ein bisschen kleiner. Und die Höhe soll auch ein bisschen kleiner sein. Anschließend zoome ich jetzt hier mal hier ein bisschen ran, damit das Gras mit dem Boden passt. Wir können nämlich hier drauf drücken und uns eine Farbe auswählen. Wir nehmen jetzt mal hier so die möglichst hellste Farbe. Das hier zum Beispiel. Und wählen dann hier noch irgendeine dunkle Farbe aus. Das hier zum Beispiel. Dann können wir noch die Detail Density hochstellen. Nehmen wir mal zum Beispiel 3. Bedenke, je nachdem wie hoch du das machst, braucht man halt mehr Performance. Dann drücken wir auf Add und dann können wir hier auch Gras zeichnen. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mal Gras und wir sehen direkt Gras. Das können wir jetzt einfach hier zum Beispiel überall ein bisschen verteilen. Macht das natürlich schöner als ich und schauen uns das mal an. In der Game View sehen wir, dass unser Spieler viel zu niedrig ist. Das heißt, wir müssen ihn hochstellen. Zieht euch hier wieder die Game View rüber und schaut, wie es passt. Und dann sehen wir hier schon unseren Gras. Problem ist, es wird nicht weit gerendert. Das ändern wir jetzt. Wir drücken auf Terrain, gehen hier auf die Terrain-Einstellungen. Erhöhen die Detail Distance, müssen das natürlich hier noch reinmalen. So, dann sehen wir das jetzt schon im Hintergrund, dass es dann deutlich weiter zeigt. Später kommen auch noch ein paar Tipps, wie es dann noch schöner aussieht. Aber als nächstes machen wir Bäume. Wir klicken hier drauf, Edit Trees, Add Tree, suchen uns hier ein Game Object aus, geben wir hier mal Tree ein, nehmen wir mal zum Beispiel diesen Baum hier. Dann drücken wir auf Add, jetzt haben wir diesen Tree und Unity hat eine sehr coole Funktion, wir drücken jetzt hier auf Mass Place Trees. Dann können wir auswählen, wie viele Trees auf dem Terrain sein sollen. Machen wir zum Beispiel 20.000 und drücken auf Place. Und wir sehen, die Trees wurden automatisch hier platziert. Wir sehen aber, dass die Bäume hier nicht so gut aussehen. Da gibt es auch einen kleinen Trick. Wir klicken jetzt hier auf unseren Tree. Dann kommen wir hier, drücken hier einmal drauf. Der führt uns dann zum Ordner hin. Können wir hier mal drauf drücken. Und dann können wir nämlich die Farben bearbeiten. Aber dafür müssen wir diesen Baum hier auswählen. Das ist nicht dieser hier. Weil er hier das Material braucht. Und dieses Material können wir bearbeiten. Gehen hier mal runter und sehen hier zum Beispiel Ground Color. Können wir hier irgendwas anderes auswählen, nehmen wir das hier. Zum Beispiel habe ich mich jetzt gerade verklickt und wir sehen, dass es jetzt weiß. Nehmen wir auch diese Farbe, mit da ein bisschen so eine hellere Farbe. Nehmen wir mal hier Farben von Gras, ein bisschen was Dunkleres und hier irgendwas Helleres. Sollte vielleicht nicht so dunkel sein, so zum Beispiel. Im Spiel sieht das schon mal nicht schlecht aus, aber wir fügen jetzt ein paar Feinheiten hinzu. Zuerst, man sieht viel zu weit. Was in jedem Spiel drin ist, ist Nebel. Um Nebel hinzuzufügen, drücken wir auf Window, Rendering, Lightning, ziehen wir das hier mal rüber und drücken auf Environment. Hier können wir dann Fog anmachen und dann sehen wir das hier. Und dann kann man hier eine Farbe auswählen. Machen wir gleich. Zuerst machen wir eine Skybox rein. Wir drücken hier mal drauf, geben mal ein Skybox und dann sehen wir hier diese Skybox. Haben wir jetzt hinzugefügt und das sieht schon mal deutlich besser aus. Dann gehen wir unter Color auf das Auswahlding hier, wählen jetzt hier dieses Blau aus und spielen mit der Density ein bisschen rum. Weil wenn das hier zu viel ist, sehen wir, sieht das so aus. Und wenn ich jetzt hier 0.007 zum Beispiel nehme, sehen wir dann da hinten ein bisschen, dass es ein bisschen verschwommener aussieht. Dann kann man auch deutlich mehr hinzufügen. Wir drücken auf Terrain, Inspector
Und statt Bäume können wir auch irgendwas anderes hinzufügen. Wir drücken jetzt auf Add Trees, Add Tree. Wählen hier irgendwas aus, was es gibt. Zum Beispiel können wir hier einen Pilz nehmen. Drücken auf Add. Dann können wir hier auch Mass Place Trees drücken. Und die Anzahl wählen. Nehmen wir jetzt mal hier 5000 zum Beispiel. Und drücken Place. Die Pilze sieht man jetzt hier zum Beispiel nicht so sehr. Schauen wir mal in die Scene View rein. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Pilze. Die kann man auch größer machen. Wir klicken hier drauf. Dann zum Pilz hin. Können Scale Factor hier auf 2 umstellen. Und wichtig ist, auf Apply drücken und dann sehen wir die Veränderung. Und so kann man am Ende zum Beispiel diese Map erstellen, ging super schnell und war sehr einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.